We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hallo, da bin ich wieder, zurück mit einem neuen Video. Heute gibt's wieder ein nächstes Türchen von den Adventskalender Playmobil. Das war schon wieder so schlechtes Deutsch gerade. Wieso, war doch gut. Von den Adventskalender Playmobil. Von den Adventskalender Playmobil. Ja, heute gibt's Türchen Nummer 15, ne? Nee, 16. Türchen Nummer 16. Und? Anfang? Ich fang an. Du. Genau. Mit der 16, da haben wir das Juwel. Und bei mir kommt natürlich wieder Ankleidezimmer. So, haben wir denn hier Schönes? Das ist wieder das Kleines, ne? Oh, das sieht mal so schön nach Waffen aus. Nice. Ja, nicht nur Waffen. Doch, das stimmt noch. Das ist doch noch ein Dings, ein Walkie-Talkie oder so. Naja, okay, sagen wir Ausrüstung für den Polizisten. Wir haben zum Beispiel ein kleines Walkie-Talkie. Die Pistole. Ein Schlagknüppel. Schlagknüppel. Und Handschellen, ne? Ja, Handschellen. Oh, kann man die auch dran machen? Ja, die kann man wohl irgendwo auch. Also bei ihm kannst du ja in den Gurt, da hat er ja, guck mal da. Ja. Da hat er ja so eine Vorrichtung für die Pistole, denke ich mal, oder? Genau, hier ist dann noch der, was uns im letzten Video runtergefallen ist. Ja, genau. Ach, ist das das, was du, hast du schon dran gemacht? Ja. Ah, so. So, Pistole. Cool. Ja, aber was, wo kommt denn jetzt der Schlagstock hin? Und wo kommt das andere Zeug hin? Kann man das irgendwo an das Motorrad dran machen? Nö, ne? Sieht nicht so aus. Keine Ahnung, wo das jetzt hinkommt. Naja, haben, ne? Guck mal, die Handschellen, die brauche ich später, um ihn festzunehmen. Ich schmeiß wieder mit Geld um dich. Ja. Das Walkie-Talkie, weiß ich nicht, aber das... Man muss das doch irgendwie... Hat er nicht irgendwo so eine Vorrichtung, dass man das irgendwo ranmacht? Nein! Das wäre doch voll cool. Ja, man könnte den Schlagstock Den Schlagstock kann er in die Hand nehmen. Aber er soll und das Walkie-Talkie könnte er auch in die Hand nehmen. Ich denke, er soll Motorrad fahren. Ja, jetzt ist er angekommen. Jetzt kann er wieder... Den Helm abnehmen. Ja. Genau, den legt er da drauf, genau. Und dann zieht er die Mütze an. So viel Zeit muss sein. Ja. Sieht aus wie so ein Bahnschaffner, ne? Und was ist mit dem Walkie-Talkie? Kriegt er auch noch. Das auch noch? Ja. Der hält das aber so komisch, ich mache mal den Schlagstock so anders. Ja. Aber warum hat der einen Walkie-Talkie und hat gleichzeitig so ein Headset? Tja, das ist jetzt die Frage. Das ist eine Frage. Und die Handschellen, die kann er sich so... Was soll die denn? Soll er selbst anketten? So. Sind wir mal damit zufrieden, dass wir sie haben, okay, würde ich sagen. Ja, gut, okay, ja. Ja, okay, so. Ja. Okay. Dann gebe ich ab, ins Jotören. Ja, okay, warte. Da ist mein Kalender. Heute habe ich mal wieder so ein kleines Türchen nur. Nein. Immer das Gleiche. Jedes Mal fällt das so an. Oh, ich habe schon was gesehen. Ich habe auch schon was gesehen. Kann ich gar nicht gucken. Darf ich schon? Ach, so war das auf mich? Ja. Hä? Das sieht doch noch gar nicht gut aus. So. Oh, ich habe das richtig gemacht. Oh, da ist ein Tier drin. Das ist ein Chihuahua. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Das ist ja richtig cool. Oh Gott, ein Chihuahua in der Tasche. Totales Klischee. Hey, guck mal da! Passt sogar zu dem Outfit gerade, das geben wir ihr natürlich. Der ist voll süß, ich hol den mal kurz raus. Oh, guck mal, wie süß ist der! So kleiner Kleffer. Na, so klein ist der gar nicht, wenn du überlegst. Ja, okay. Ist er locker kniehoch? Meinst du? Ja. Ist das so kniehoch? Ja. Ja. Stimmt. Aber man kann sogar hier den Kopf bewegen. Schnüffel, schnüffel. Oder Fress-Fress. Oder Fress-Fress. Kann auch mit dem Schwanz wedeln. Nein, kann er nicht. Warte, kann er? Moment. So. Setzen wir ihn wieder in die Tasche rein. Wir können ihn ja so rausgucken lassen, so. Nee. Oh, das wollte ich... Oh! Jetzt. So. So kann er so rausgucken. Warte mal, können wir ihn... Dann kriegt sie das hier. Das geht ja gar nicht.
Oh nein, es geht gar nicht. Okay, man kann ihn nur hinstellen. Nur oh nein, Deko. Ich wollte ihn so in die Tasche. Schade. So. Ja. Okay. Den finde ich irgendwie cool. Also, Ankleidezimmer füllt sich genauso wie der Juwelierladen. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ja. Ja, dann war's das für heute. Mit diesen beiden Kalendern auf jeden Fall. Morgen geht's weiter mit 17, ne? Ja, genau. Türchen Nummer 17. Die anderen beiden Adventskalender gibt's natürlich auch noch heute. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen oder später. Video. Ja, bis später. Tschüss.